Welkom in 2020, een allereerste podcast van dit jaar, maar wie hoopt het weer persoonlijk op te vatten. En verdaan te gaan, want 2020 tot 2030, te zeggen kon nu afwissen, wordt het decennium van de Neersaarse spraken. Je wist het nog niet, dat weet je nu. Dus dat hij de kans om eraan bied te dringen, om eraan met te doen en om erop vuur te bereiden. Dus ik zal zeggen, laat gaan. Wie heeft vandaag een speciale gast? En de gast, dat is Arne Waldemar Lentveur, bij Kiel uit de buurt. En Kiel, dat ligt helemaal in Noord-Duitsland. En als je van uw tweede hebt, dan zie je ongeveer 4 uur onderweg. Ligt eraan hoe harde jaag natuurlijk. Maar hartstikke mooi dat hij er is vandaag. Of dat hij klaar zit. En dat we hem interviewen kunt. En hiermee het bewijs leveren dat het Neersassisch van Nederland en het Neersassisch van Noord-Duitsland nog altijd perfect op elkaar aansluit. Zo, goeiedag Arne. Goeiedag, mooi Martin. Mooi zijn jullie, hè? Wie zijn mooi zonder N? Ja, wie hebt er nog een beetje meer bij? Ja, mooi, mooi. Oh nee, dat is alweer gesabbel. Hekker. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, mooi. Grote passen? Jo. Ja, nou, mooi. Zijn ze dat in Noord-Duitsland ook, grote passen, of niet? Nee, dat is geen code. Oké. Een van de dingen die altijd eerst doet, al leu met een ander dialect tegenkomt, is natuurlijk afstemmen van wie zingt dit en wie zingt dat. Bij ons in Twente is dat dan redelijk kort op elkaar, zeg maar. Kort op elkaar. Wie zingt wark en jullie zingt waark, dat vind ik niet een heel groot verschil. Maar hoe zit dat met, hoe kom je eigenlijk vandaan? Hoe kom je weg? Oh, genau, wo bin ich weg? Ich bin zum Meer von Holstein weg. Oh, das ist ein Helene. Das ist Lütbeiden im Norden von Hamburg. Okay. Und wie sag ich nicht Mekar, wie sag ich miteinander, wie sag ich Waken auch. Und das jüngere Leute sagt arbeiten und so was. Das ist. Okay. Sprachverlob. Jo. Ein Dorf wieder, das snackt sich ja heel anders. Ja, zo geht dat hier ook. Ja, nee, dat is een totaal andere sprake, dat klopt. Ja, we kunnen ons gewoon niet verstaan. Nee, dat geht absoluut niet. En mooi is dat. Hoe ben je eigenlijk druk met als de plat aankoop? Waardoor je daags met plat? Ja, dat is. Plat bij ons Borben is zo een. Is zum ersten een familiensprook. Ja. Dat heet, wenn die Platz nackt, denn in de Familien. Oké. Okay. In Alltag is dat een beetje, inslopen, roetgaan. Daar is dat zumeerst met de ollere Lüd. Ja. Wenn du in de Straten bist, in de Stadt. Ja. Dan hast du nicht so veel met einer Lüd op Platz zu krijgen. Oké. Okay. Lüd würde dan ook Hochdeutsch snacken. Ja. En zeker als ik uit Nederland kom. Dan, en ik zeg van, ik wil gerne, hè, kun je ook plat? En wat zingt ze dan? Ja, dan zegt ze, männlich Leute lacht, dan zegt, plattisch, dat kan ik verstaan, snacken kan ik dat niet. Ja. Ze wil niet plat snacken, omdat ze eher dat pienlijk is oder so, oder dat ze zich niet totroet plat wil snacken. Oké, okay, ja, ze durft het niet, totroet, ja. Ze vertrouwt zich er niet met. Oké. Okay. Wanneer ik zo met Lüd uit de Nederlanden of zo, dan krijg je ook mal in de meut. In Kroeg of zo. En dan. I am from Groningen. Oh yes, yes. Snack je plat. Strijktal. Nederzessisch. No, we are Dutch. Ja. So, ja, dat is dan beiden lastig met de Lüden te verzoeken die in Platteren te krijgen. Mm-hmm. Twee leid die dat juist heel mooi zullen vinden, zeg maar.
Ja, als je iemand tegenkomt en denkt aan plat kan. Ik probeer het altijd eerst. Als ik leuk tegenkom, dan vraag ik altijd eerst, hoe kom je vandaan? Ja. Nou, als ze dan zegt, ja, we komen uit Duitsland. Dan, dan vraag ik altijd, aber wo aus Deutschland? En dan, als ze dan zegt van, het is Noord-Duitsland of daaromtrent, zeg maar. Dan, oh, maar dan kunnen we ook wel plat kuien of plat snakken of plat praten. En meestal, ja, inderdaad, wat je zegt, dan begint ze een beetje te lachen. Sommigen kunnen het, het is mijn keer vuren, het is mijn keer lukken. Maar ja, sommigen verstaan het ook wel en vindt het ook wel mooi het dood. En anderen zeggen van, ja, dat is iets van vroeger. Dat kennen we niet meer. Maar het is nog heel mooi om hoe de bieten hebben. Om die de bieten hebben. Ja, dank je. Ja, want hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 37. 37, oké. Okay. En je bent opgewassen met plat? Of je bent opgeruid met plat? Ja, ja, ja. Ik ben thuis opgewassen door. Dat is mijn moederspraak. Ja. De familie van mijn vader, de snack Plattdeutsch. Ja. Und irgendwie das hier oben, Niedersächsisch, da kennt die Leute das auch nicht so, oder? Mhm. Und die Familie von meiner Mutter, die sind aus Ostpreußen, das sind Flüchtlinge West. Okay. Die hat bloß Hochdeutsch snackt. Und so habe ich mit meiner Mutter den Hochdeutsch snackt und mit meinem Vater platt. Und wenn ich zu Hause bin, dann snack ich bloß platt. Ich meine, mit Hochdeutsch Leute snack ich ja auch nicht Englisch. Dann muss ich mit meinem Vater auch nicht Hochdeutsch snacken. Ich habe das so, ja, wann er habe ich angefangen, Hochdeutsch zu snacken, so richtig. Als ich so in Kindergarten wäre. Ja, okay. Du bist ja so Ruth oder Familie und dann kommt ja auch Anna Kinders und der könnte dann vielleicht kein Platt und dann snackst du da Hochdeutsch und so. Mhm. So, und vorher habe ich zumerst dann so Platt snackt. Oder mit Mutter eben so ein bisschen Hochdeutsch okay. Denn. Ja, bei mir war es ansümmer. Ich sehe dann wel mit Nederlands Grotebrach. Maar ik hoorde tussen duur waar altijd plat. Ik hoorde het van mijn vader en mijn mo. En ik, ja, als we het dan zelf probeerden, dan zeiden ze van dat moet je niet doen. En, maar bij mij is het helemaal misgegaan en ik ben toch gaan kuien. Dus. Ja, bij mijn vader werd dat zo. Dat we, voor hem werd dat een normale spraak. En er werd ook niks met, dan ben je een legere, slechtere mens of zo. Mhm. Das wäre, du kannst auch was warnen, wenn du Plattdeutsch snackst. Ja. Und M ist ja auch was warnen. Ja. Und, ja, mein Großmutter, für die wäre das so Umgangssprache denn, ne? Ja. Hey, was mir altijd opvalt, ist, dass heel veel leu zegt van, ich finde het heel mooi, maar ze doen het zelf niet. Ist dat in Duitsland ook zelf ook zo? Ja, wenn ich so unterwegs bin und einfach so, dann versuche ich ja auch mal in der Stadt, wenn ich was inholen bin, mit den Kölpen und so, den hele Dach den Platt zu snacken. Und in eine größere Stadt, wenn du so in Kiel bist oder so, dann, ja, dann fängt sie an, die auf Englisch zu atmen. Mhm. Sie denkt, ich bin in Holland. Ja. Oder sie sagt, oh ja, das kenne ich auch. Meine Großmutter hat das ja gesprochen. Das ist schön. Ich spreche das nicht. Ja, okay. Und dann? Dann sagt sie altid achterlern, ja, das ist so schade, dass Plattdeutsch ausstirbt. Ja, ja. Snack das mehr. Und ich so, ja, snackst du dann mit den Kindern? Nee. Ach so. Ja, okay, ja. Bis dann käme ich, da wäre eine Großmutter und ich, in Museum und dann sagt sie, was auch platt und ich ahnte auch platt und dann sagt sie so, ja, oh, der junge Lüt, der snackt ja auch kein Plattdeutsch mehr. Sie haben Großkinders, die wären so fair, fief und mit der snackt sie Hochdeutsch und ich sag so, ja, und warum snackst du nicht mit den Großkinders platt? Ja, nee, wir sprechen ja Hochdeutsch. Okay, ja, ja, precies. Dann möchte ich auch nicht nölen, achterlern, dass Plattdeutsch verdwingt. So was ist das. Also das ist bei uns, glaube ich, liegt so als Bijou. Ja, das klappt. Es ist, selbst die größten Vuurvechters von dem Platt, die kann jetzt kein Platt mit den Kindern. Und das, ja, das finde ich eine hele fremde Wiese von, ja, misschien war hypocriet, mal so zu nehmen. Oh, ja, so kannst du das sagen. Das ist so. Das ist, verwacht altijd von anderen Leuten, dass sie was tut. Man soll es. Ja.
da wird sie das nicht, oder sie sagt das auch gar nicht so. Oder sie sagt so, ja, Plattdeutsch, das muss wieder gehen, und das ist das Block von meinem Hart und so. Man, da du kommunizieren, wo du bin, und da du das auch snacken, musst denn. Ja. Für der ist das so ein bisschen, was weiß ich, Fleuer in der katholischen Kark, so mit Latinsch vielleicht. Ja. Ja, precies. Het, het is een beetje een museumstukke, zeg maar. Het is, wie vindt dat mooi om daar een versje in te horen, of een gedicht, of een oud verhaal, of een vroeger. Maar het zelf duren en het gewoon dagelijks gebruiken, dat is er niet bij. En dat vind ik heel vreemd. Want dat is juist wat een sprake maakt. Het is een communicatiemiddel, volgens mij. Ja, ik geloof de oudere generation, die dan daar zitten en dan vertelt de kinders een riemel of zo, aan Weihnachten vielleicht. En dan heugt ze zich en freit zich door. En dan gaat ze naar huis en dan wat glieks weer de hoogdichtste net. Ja, nou dat is precies wat ik ook altijd zeg. Ja. Je hebt hier van die dialectavonden. En nou ja, dan komen ze allemaal bij elkaar en dan is er een gratis kumke koffie. En een lekker krentenstoeten is erbij met een dikke lage botter erop. En iedereen herkent elkaar en ze steekt elkaar allemaal naar verre in het gat van oh, wat kan je toch mooi plat. En wat hij weer mooie verhalen maakt. Maar als je nou vraagt van inderdaad, wat die ook al zeiden. Kan je hier nou plat met de kinderen? Ja, nee, maar ze moet wel Nederlands kunnen. Ja, dat klopt. Dat moet ze ook. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen plat mee kan doen. En die gedachtensprong, dat maakt niet iedereen, zeg maar. Dat is vielleicht ook lastig voor de lüüt. So, die zijn optrokken worden met deze... du musst gut Hochdeutsch sprechen. Mhm. Dann wird aus dir was. Ja. Dann war da irgendwas du die, ne? Und vielleicht ist das nicht so gut. Und für dich ist das so, als ein Bild im Museum oder der Trecker oder so Klördrachten. Mhm. Ja. Und das auch was für das Leben ist, so als ein hey normales Sprach ist Deutsch, das ist vielleicht so dann nicht mehr da. Nee, ja. Het heeft een beetje een ceremoniële functie gekregen. En het ja, is niet... ja. Old Krakenslavisch of zo. Ja. Dorpgruppe. Ja. Ik ben mooi west bij zo'n dialectavond bij ons. En dan ben er ook veel zo vrienden van mijn vader en zo. En de stad. En dan snakt ze daar al plat. En wenn ze aan mij kamen, dan heb ze ook durchsnakt. Ja. Sag ich mal, sie dann auch weten, ich snack platt, ja, ne? Mhm. Ja, nee, das ist ja anders. Warum? Können sie da nicht obantern? So, dass sie das so mitkriegen, dass ein auch mal platt snacken kann, wenn hey nicht und eher Generation ist, das wäre auch nicht so. Das ist eine andere Situation, das sind so ein Event. Ja, ich kenne eine Frau, die von meiner Leeftijd, dann ist sie traut mit einem Fries. Uit ja, West-Friesland. En hier kan je het Fries met de kinderen. En zij is ook Fries gaan leren. Ja, want Fries, dat was een echte sprake. Ja. En ze deden er Nederlands met. Maar ze woont wel in Riesen hier, in Twente. Maar ze kan je er geen Riesens met. Want dat vindt ze toch wel zo lelijk. Ja, dat is zo, dat Freisch-Bijou is ja, dat is ja ook zo als een richtige Sprach uitboot, ne? Ja. Yeah. Zo met Unnerrichter en de Schillers, die zijn ook in twee Sprachen, geloof ik. Mhm. Eins, wenn du da mal bist. En die zegt so, oh Mensch, dat is een Sprach, so als Englisch, als Deutsch. Und Niedersächsisch oder so, oder Platt, das ist eben ein, ja. So ein Lege-Deutsch, ne? Ja. Oder ein Lege-Hollandsch. Ja, ein Verbastert, ja. Ja. Hast du dumme Buren, das nackt vielleicht so, ne? So wäre das Feuer bei uns. Ja, Platt ist für Buren. Ja, hast du ja auch bei der Comedy. Das sind dann schon mal die dumme Buren und der mag dann sich ein Blatt und das ist nackt Platt. Ja. Ja,
Ja, en je ziet dat ook wel, bijvoorbeeld wie hebt dan die, wat jongere gasten, die het, bijvoorbeeld de gladjakkers, ik weet niet of je wel ze zin hebt. Hmm. Dat zit hij, twee jonge venten uit Twente, dit een gigantische volgerskare hebt, zeg maar. Die hebt misschien wel 100.000 leu dit volgt. En de gladjakkers uit Twente, en die maakt dan echt stereotype dingen over de boeren van Twente, zeg maar. Onbenullig, zoepen, altijd een beetje onbenullig. En er wordt aan de eeldere gade, wordt aan de dag van, oh geweldig, de jonge leu vindt dat prachtig. Maar ze vindt alleen maar die stereotypen prachtig. Ja, maar voor stereotypen krijg je ook simpel aandacht. Zo, ne? Dat is, dan krijg je meer likes voor zo'n been lustig, zo op derp en zo. Voor de jokes, voor de billigen. Ja. Moin. Jo, so ist das. Ja. Ne? Ja. Ich sag dir auch nicht so viel. Platt ist ja auch ein Sprach, da kannst nicht so viel mit utdrücken, ne? Da kannst ja die Bibel oder so, kannst gar nicht übersetzen. Das ist platt, das ist ja so udert hart und einfach. Ja. Ja, es ist sehr einfach. Ja, sehr simpel eigentlich. Ja, so Asselütze, ne? Asselütze des Sprach. Ja, 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 simpele leu. Heb je dat een bijou, dat daarmee jou interesseren? Is dat een bijou zo dat de luid op de straat dan ook zo Nederzassisch snackt? Also geist roet bij die en dan geist op de straat hen en dan kan ze met de luid plaats snacken en ze aantrekt? Is ja. Bijou meer in alldag bin? Ja. Ja, dat hier nog waar. Dat ligt eraan hoe je zint, denk ik. Hier in Riesen waar, maar ook niet met iedereen. Ik bedoel, ik denk dat iedereen versteedt het. Dat waar. Maar niet iedereen kan je dat weer rummen. En je hebt het geluk dat het hier nog wat geslutnere gemeenschap is. Dat plat hoort er echt bij. Het is hier ook officieel een tweesprakige gemeente. Als enigste gemeente in het hele Neder-Saksische spraakgebied in Nederland zijn we een officieel tweesprakige gemeente. Wie hebt één keer in het jaar, count your blessings, één keer in het jaar een raadsvergadering in plat. Het wordt wel gebruikt voor serieuze onderwerpen, voor echte politieke discussies. Maar dat is eenmaal in het jaar. En aan de balies, dus als je bij de gemeente binnenloopt, dan zit er aan de balie zit een aantal vrouwenleu. En als je tegen die leu in plat begint te kuien, moet ze ook plat weer rummen kuien. En als het niet kuit, moet ze er iemand bij halen plat met te kuien. Dus, maar in praktijk, hè, in het echt, is het gewoon zo dat leu, zo gauw als ze binnen een officiële instantie aan binnenkomt, dan heb ze aan van tevoren bedacht, oei, hier moet ik Hollands kuien. Dus in het echt, in werkelijkheid, gebeurt het gewoon niet. Kijk, heel veel van de wetholders en de gemeentebeambten komt hier uit Riesen en die vindt dat allemaal mooi en die wil dat ook wel. Maar zo gauw hij vraagt van, kun je dat iets meer institutionaliseren? Verbied het alledaagse, verbied het, het gewoon tussen UMI, maar om het iets meer bijvoorbeeld op de website te gebruiken of zo, dat wil ze niet. Nee, dat geeft het bij ons ook. Wanneer dat serieus waard, dan komt de luid ook niet op de spraak te gebruiken. Dat mag ook, wanneer je een hes in Holstein en dan is de beambte of zo, die komt uit Schleswig of Mecklenburg, dan is dat platje, glieks heel anders. Ja. En dan neemt ze als lingua franca dan hoogdeutsch of zo. Mm-hmm. Ik ken dat ook uit de verwantschap of zo, wanneer ik zeg, mensch, dan snak toch plat. Wanneer je die niet wohlfühlst of zo, of wanneer dat niet fijn is voor die, dan mm-hmm. versuch dat plat. En dan zo, nee, ik moet je hoogdeutsch snakken. Ja. Dus
Dat is so deep in de Lüd, dass er sprach bloß so für die Familie und für diese Niveau ist. So, oder was sage ich mit der Familie? Was ist das für ein Rebate? Nehm ich Platz nach und worüber ich Platz nach? So, von der Niveau, so, wenn ich über mein Show oder was weiß ich, oder de Shop oder de Köy oder Melken und so, man, wenn ich dann mal versuche, so über mein Wart zu snacken oder was ich so belebt habe oder über Politik oder so, ist das ja weder seriös, dann muss ja auch weder so de Sprachwessel kommen. Ja, ik vind het altijd heel apart, zeg maar, wat ik zei dus net, dat het één keer in het jaar kan het wat. En dan denk ik van, waarom kan het dan niet het hele jaar? Ja, bij ons is dat zo, dat was dat ook, wenn du Lüt Platz snakt, dan snakt ze plat dan door. Wenn dan één is, de kind Platz snakt. Ja. Dat is de hele Lüwer op Deutsch, denn de enkelte Kerl, dem moet dat je verstaan. So, und dann auch in der, dann sagst du so, ja, wir habt doch hier, das ist doch Politik, dann mördert doch ja, ah, Lüd verstorn. Ja, sag ich, kann ja auch sein, wenn der ein den platt leert. Ja. Nee, das geht nicht, das ist ja einfacher, wenn wie denn Deutsch snackt. So, ja, dann ist ja eins ein Don't, dann ist das Block auch, so, ja. Dann kann ich das Block noch husbrücken. Ja, maar het is ook zo, als je erover begint, zeg maar, als je zegt van, hé, ik zou wel gerne hebben dat het plat wat meer institutionaliseerd zal worden, en daar hebben we gewoon recht op, en dat wordt vanuit Europa ook gezegd dat dat mag, maar dan ben je al gauw een nerd, en dan, wie kan toch ook wel Hollands? Ja. Natuurlijk ook Hollands, maar dat wil toch ook niet iedereen. En die wil toch eigenlijk met elkaar ook wat dat platne wat betere stijl kreeg. Dus daar moet je daar zelf achteraan, denk ik dan. Maar dat zal ik dan wel weg. Ja, ik verstoor ook altijd niet dat de luid den plat anders behandelt als ze dat bij Deutsch mag. Denn zeg ik zo, ja... nee, plat, dat moet ik een schreeuwen zo als hij dat wil. Ja, zeg ik. Es hat bei den Kindern auf der Schule dann auch so, denn in Deutschland gibt es so Schreiben nach Gehör. Da ist dann, das ist Armageddon für die Leute. Und da sind sie dann, nee, das geht nie und wie mögen das so, nur die Regels und so. Ja, sag ich, das könnt wir auch platt, könnt wir das auch. Ja, nee, das geht nie. Ja, sag ich, warum denn nie? Ja. Ja, nee, das ist so, ich hefte, ja, so, als wir das Feuer da haben und da ist es ja so und ich kann, ja, sag ich, das ist richtig, ja, das ist ja. So, also auf Deutsch so. Und wenn ein dann das Vorbild bringt, so, ob Deutsch geht das? Wenn schon Kinders auf der Show Englisch lehrt, geht das auch. Die Schrift hat auch nicht nur die deutsche Regeln, der hat da eigen Englische für. So. Hey, aber das. So, mal wollen, klappt das denn wie platt nicht? Ja, nee, das geht nicht. Ja, sag ich, okay. Ich will auch gar nicht mehr. Nee. En nur hebben jullie da redelijk. In Noord-Duitsland, als ik het goed begrepen, de Sasje Schriftwies. Den is wel redelijk bekend. Iedereen, of de meeste leu, holt zich daar redelijk aan. Maar als je in Nederland kijkt, als ik alleen al in Twente kijk, nou, dat is een heel klein gebied, maximaal 600.000 inwoners, waarvan ongeveer 320.000 leu plat kan je het. Maar wie hebt de standaard schriftwijze? Wie hebt de kring voor de Twentse spraken schriftwijze? Dan zijn er nog wat overkoepelende schriftwijzen, zoals de algemene Neder-Saksische spelling, de Sond-spelling, Stichting Organisaties in het Neder-Saksisch Taalgebied, met een hele mooie platte naam. En dan heel nog de. Hier in Riesen, dat was een van de eerste leu dit zich met ons plat bezig hield. Dat was Karel van Notaris. Karel van Notaris had een hele eigen schriftwijze. Dus ik zit er al aan 5 schriftwijzen alleen in Twente. En nou ja, komt zo'n 3 platsprekers te hoop, dan heb je 5 schriftwijzen. Ja. En binnen het ene tekstje wat ze schrijft,
houdt ze zich ook niet aan haar eigen regels. Dus dat is ook alweer... Ja, dat is ja zo. Wenn du, dat wäre ja okay, wenn sie selbst sich an die Regels holen, though. Ja. So selbst hat, man, dann hast du so viele Varianten, denn da noch bin, dann brauchst du das gar nicht haben. Mhm. Das ist ja auch, auch wie du sagst, das hast du genannt, in Schleswig-Holstein. Ja, da kannst du in Holstein Gold mit ihm, ja, mhm. In Dithmarsch, ja. Dithmarsch nicht, da gibt das an der Luden und an der an der Diphthong. Ja. Yeah. Der Au hat so. Ja, ein Au, ei, Au. Ja, so was. Und dann kommst du nach Norden, nach Schleswig, das sind die Kolonialdialekten, da geht das Algoni. Mhm. Und der Fleisende sagt so, nee, bei uns ist das so. Und ob der Anna sieht, an der Ostsee, dann ist, sagt sie, ja, wir habt hier dänische Substrat. Ja. Da klappt das Algoni. Und dann versuchst du mit hochdütsche Regels, plattdütsche Kolonialdialekten, ob Freische und dänische Substrat zu schreiben. So, und dann hast du noch der helle Tünkram da mit der dütsche Regels, der ja auch nicht so richtig gut sind. Und ja. Die Kultur hab, so, und ja, das klappt dann nicht. Und das klappt, binnen von Schleswig-Holstein klappt das nicht. Und wo soll das klappen denn in Niedersachsen oder in Mecklenburg? Ach, der Mecklenburger, der wird das gar nicht. Habt ihr mir gesagt? Nee, wie habt uns eigen? Ja, sag ich gut. Ja, okay. Ja. Ja, so bleef dat altijd een beetje aanmodderen. En zo bleef wie altijd spraakeilanden holen, zeg maar. En... Ja, dat kijkt naar achteren. Dat kijkt in het gusten erin, zo. Ja, ja, ja. Dan zorg je dan door met zo'n beetje langs te komen, zo als wenn we nog 1960 of zo hebben. Mhm. Die demografie is ja een ander en de techniek is een ander. En dat wat we met de spraak bereiken wilt, of wat we met plat doen wilt en kunt, dat is ook wat anders. Ja. Ik geloof, daar is dat niet dat waagtuig voor, zo. Du versuchst zo Was will ich mit dem Döschdamper über 200 Hektar allein zu fahren oder so? Ja. Das ist so, naja. Ja. Mann, du kannst dich von heute auf morgen ändern, ne? Aber da hält was für. Da hätte ich was für. Ja. Wie habt ihr denn Denisas geschriebenwiese für? Ja, da habe ich mal von gehört. Ja, dat heb je van gehoord. En je hebt daar volgens mij ook al een keer een presentatie over gehuld. Kun je daar wat van vertellen? Want ik zag er van je een foto van hoe voorbij komt dat je een presentatie gehuld over schriftwiezen. Ja. En hoe was dat voor? Ik ben onderweg geweest in Mecklenburg. Ja. En daar werd een dagvoort geweest van museumsluid. Oké. Okay. Museumspedagogik. En daar heb ik me voorgesteld... wo ein mit der niedersächsische Schriftwiese, mit einem Standard, der plattdütsche Sprach in der Pädagogik für Museen rinkriegen kann. Mhm. Das ein Mecklenburg und Vorpommern, das ist ein Bundesland bei uns. Und du hast nur die Mecklenburger Dialekten und du hast pommersche Dialekten und dann, ja, der kommt nicht so zu hoch. Und sie habt ein Schriftwies, man, das ist dann auch, das kommt auch nicht so zusammen, als sie das will. Und dann habe ich mal gesagt, so, ja, mit der niedersächsischen Schriftwiese, da könntest du dann in Standard machen, da möchtest du dann auch nicht für Elbmuseum, denn wird da nie Material zu hoch schreiben. Das kann standardisiert werden, sie könnt das auf Internet bringen, sie könnt auch Instagram, Instagram, ja, haben wir. Ja, ja. Ja, ja. Das könnt ihr mögen, sie könnt sich verbinden mit anderen Museen, netwarken und so. Halt, so für, die ja heel wichtig sind. Das ist wichtig für uns Sprachgemeinschaft, die ja denn Luther ist aus der Hochdeutsche. Mhm. Da die Leute seht, Mensch, ich kann platt als ein normales Sprach brücken.
Ich kann ein norddeutsches Museum, wenn ich das standardisiere, dann kann ich auch das so als ein Benchmark haben. So, ne? Kick mal, wir sind hier in Mecklenburg und wir haben Tweesprachen. So, was ist das Besonders und wo kann ich das brauchen für das, was ich im Museum habe? Wo kann ich zusammenwirken, vielleicht auch mit den Schulen? Die sind heil weit in Mecklenburg. Du kannst auch Abitur machen in Platt. Was ist Abitur? Matura. Ich weiß gar nicht, wo sie das nennt in den Niederlanden. Wenn du das höchste, was du kriegen kannst, über Schule. Der Examen. Examen, ja. Okay. Und mit Abitur kannst du auf die Universität gehen. Oh, okay, ja. Yeah. Und das geht nur da auch platt. So, und dann habt ihr das Problem. Ja, wie mögt ihr das Examen? Da mögt ihr ja auch kicken. So, wo Schriften lügt das und ist das richtig oder ist das falsch und so. Und da brückt ihr dann auch ein Schriftwiese für und dann habe ich gesagt, ja, kick mal. Hat nicht was? So, und ja. Was finden Sie davon? Ja, ich habe mit Lüt von Ministerium snackt und mit Analyt und der sagt so, ja, das ist interessant, habt ihr noch nicht von gehört hat. Darum bin ich ja da, können Sie mir auch fragen. Und ja, sie werden interessiert, seht, dass sie einen Standard haben möcht für alle Lüd. So, und sie seht auch, dass sie Probleme habt, alle Lüd in ein Haut zu kriegen. Also dass sagt wie, und dass sie ja auch in der Organisation da gibt das ja auch die Differenz und so. Wie würde aber als wieder habt so, ne? Wie würde das so? Ja, zo geht dat hier ook. Ik heb inderdaad ook wel een beetje reclame gemaakt voor de Nisaske schriftwiese. En ik verneem me altijd dat Leu dat interessant vindt. Dat ze ook wel ziet dat het nodig is. Hij wat institutionaliseert, weer het afwarten. Ja. Maar dan is dit toch wel behoorlijk, maar zo te zeggen, rebels. Het is iets totaal anders als wat ze kent. Ja, die sehen auch so, ja, das ist richtig, das ist gut. Und dann so, schon mal so ein bisschen so in der Hand, ja, man, wie möchte ja auch mit der Organisation zu Hope wagen? Ja. Na, Ideen, so, ne? Klar habt ihr eine Idee. So, ja, ne? Ja. Und ich sage auch, für mich ist das nicht was, so ein Strich wie es ist, ein Wagtüch und nicht was emotional. So. Und hier habt ihr ein Wagtüch und dann könnt ihr euch ankicken, bringt das was oder nicht? Ich glaube, bringt das was, so, ne? Und wie habt ihr so snackt? Und dann hab ich so gesagt, so, ja, was habt ihr denn für Probleme? Mit Lehren und wie Webinars und so. Wo ist denn da das Problem für Juch? So, und klar, das Problem wäre, dass auch kein Standard wäre. Und das eins und so ein beiden, so, ja, der ein Hand wüsste nie, was der andere macht, so, ne? Ja. Ja. So, ja, guck mal hier, mit dieser Schriftwiese habt ihr diese hele Probleme gar nicht. So, ja, nee, man, wie habt das ja, das gibt das ja schon, so, das gibt es ja schon so, wir haben ja schon so eine Schriftweise, so, ja. Das hele Problem, man, de lösen, das ist, als du sagst, das ist für männlich Lüd vielleicht so ein bisschen noch so diese rebellische Impetus, das ist so verwacht. Ja. Naja, da muss vielleicht noch ein bisschen Tiet kommen, so, ne? Ja. Man, ich denke mal, schon mal, wenn ich dort was darüber erzähle, dann ist das Interesse groß und die Leute kommen echt daran. Und wenn ich so sag, so, wenn ich so abteile, was das für Probleme gibt, dann sitze ich und nick hoppt und so. Ja. So nudging. Das ja. Wenn opporken. Ja. Hey, ihr doet Plattdeutsch The Language of Champions beheren. Wo lange doet ihr da? Ja, oh, ich glaube, über 10 Jahren. Okay, und wo bin ich da so bei gekommen?
Ik heb, ja, wat werd dat? Is ja al een beetje langer her. Heb ik in het internet, in dus, hoe heet dat? Nieuwe Medien, ne? Ja. heb ik maar gezocht, wat dat er zo aan Plattdütsch gibt. Und da gave dat bloot so, naja, wat heet bloot? So Sieden mit Gags und lustige Billers und as wie allerletzt sehen, so, ne, mit Buren und Moin und Yo. Und ich habe gedacht, das muss ja auch mal was anders geben, dass das normal und seriös als ein normales Sprach ist, so. Und ja, dann habe ich das Shanghai und wegen versuchte Leute zu kriegen, zu kommunizieren über A1, was geht. En lukt dat? Ja, mijn been wagen lukt dat, ja. Dan kriegst du de Lüter hen, dat ze niet bloot moin zegt. So. Dat is ja dat probleem, wat we ook zeggen. Für de Lüt is platten even dat, so moin en lustig. En wenn ze dan over dat, wat ze bereiken wil, dan schrift ze da een Kommentar op Deutsch. Ja. Ja, waarom mag je reclame für so ein Projekt op Deutsch? Ja, manchmal steckt mir das auch. Und dann denke ich von, ja, als ich unter ein Engels Artikel so reagieren, soll ich das auch nicht in Hollands oder in Hochdeutsch doen? Dann soll ich das in Engels doen. Ich mache de Werk von, mit Weltsprachen mache ich de Werk von, Nies-Artikeln zu machen in het Blatt. Und da bin ich heel druk mit. Und dann geht iemand heel onfatsoenlijk daar in het Hollands op reageren. Und manchmal sage ich auch, schreibe ich, kann ich hier Platz schreiben oder so. Und dann, ja, dann mit vollen Meuten, dann kriegen sie doch noch ein Platz Dingetje. Maar ich kann hier Platz schreiben. Na, was doe je nou net dan? Ja, nee, maar het is niet goed. Oh, kan je goed Engels schreiben dan? Nee. Ja. Maar laat je het daarmee? Nee. Dus, nou, je moet leu echt over de streep trekken, platte gaan schreeuwen. En doet het in ieder geval en het hoofd niet per se in die Nisaske schriftwijze, maar probeert nog eerst gewoon. En die eerste trad, dat is al zo lastig. En hoe gaat dat bij jou? Wenn ze niet Hochdeutsch schrift, is dat ja schon goed. En dan kunnen ze vielleicht mal kicken, wat ze denn beroept voor een schriftwijze. Ze würde ja auch keinen Böckers denn schreiben, doch. Nee. Ja, ook, ne? Dat leest toch niemand? Nee. Dat is een dode literatuur. Ja, ja. Ja. Dat is ja ook zo, ja. Ja, dat is fijn dat zo'n beetje ook in de social media's, heet dat, ja, rin te krijgen en zo. En wenn du dat dan, dat is ja even niet bloot te snacken. Zu kühlen, sagt sie, das ist ja so, die Kommunikation im Internet ist eben zu schreiben. So. Und ein Sprach, der in dieser Rebate dann reüssieren wird, der leben wird, der muss dann auch das Werkzeug haben, zu kriegen, ne? Ja. Anders geht das nicht, man, das muss die Leute verkloren. Ja. Nie muss sie flantüten. Sagst du? Ja. Das ist, ja. Wie muss platt schlecht moken für das 21. Jahrhundert, habe ich gehört. Ja. Wie habt 2020? Was würdest du, also, ich meine, da haben sie für deutlich Jahren mit anfangen mögen. Ja, ja, präzis. Ja. Ja, hoe gaat het, hè? Met Plattdeutsch, The Language of Champions. Maar hoeveel leer hij inmiddels? Ik dacht iets van 8000, toch? Ja, we zijn nu bij 8500. Dat is, gaat immer wieder op. En, ja, dat is ja, de ziet is ja verdor dat de Lüd actief wat moogt. Ja. Bloot wat rezipiert en niet bloot passief. Konsumiert. Konsumiert, ja. Und für sowas sind 8000 und ein paar Leute, glaube ich, in Godetal, in Minderheitensprach. So, ob Anna sieht, wenn du bloß lustige Sechwiesen oder so, dann musst du halt bloß ankicken und klicken so. Und dann, wenn du aktiv was magst für das Sprach und so, dann sind
Dat is een grote, grote groep. Ik geloof dat is ook de grootste groep voor zowat voor Plattdeutsch. Mm-hmm. Zolang we daarover de lucht bereikt met dat wat we willen, dan is dat vielleicht gar niet zo leicht. Mm-hmm. Hey, en fanpost? Ja, fanpost krijg ik ook vaak. Zum ersten is dat fanpost, wo die Leute sich op Deutsch over oprecht, weil dat dan Phantomklaum is und warum dat dan so seriös is und warum ich möchte nicht, dass sie so komisch schreiben, das kenne ich nämlich nicht. Ja. Das scheint ja. Vielleicht ook ik dan mal ein E-Book vielleicht. Mhm. Ik hatte van er noch eine, der reagierde. Wat is dit voor gesproken dialect? Want ik had het natuurlijk in de Niet-Saske schriftwijze dan. Ik zeg, dit is Twens in de Niet-Saske schriftwijze. Nou, ik vind het maar niks. Schreven in het Hollands. En ik blijf het mooi op de Twentse manier doen. Ik zeg, helemaal goed, kerel. want je schreef daar zoveel Twens. Dat is, ja, deze lute kan ze ook niet bereiken. En ik denk, wenn een spraakwaard, zo language activism oder wat dat ook is, wenn een dat doet, dan moet een ook niet reageren op zowat. Nee, ja, dat verspilde muiten. Ja. Und die Energie ist, ich meine, die ändern kannst du nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Feller, was die Leute in den verlegenen Jahren fail to fail. Sie haben immer reagiert, ob Leute den nicht, weil die nicht konstruktiv warten will. So. Ja. Wenn du da noch mit umgehen willst, also, da habe ich keinen Tiet für, da habe ich auch keine Lust für. Ich meine, ich warte nicht bezahlt für sowas. Nee, ich auch nicht. Ja. Und dann könntest du das machen wie die Lobby-Organisation. Da könntest du dann sich über ablegen. Man, wenn wir was bereiken will, dann möchte wir so, ob sowas dann nicht reagieren. Dann kannst du sagen, ja, ist gut. Und so. Dann ich für die Leute top. Ja, bedankt für deine Beiträge. Ja. Ja, ich meine, das ist. Ich meine, dann musst du mit um. Ja. Hey, plat over 10 jaar, boost op dan? Oh, dat, nu heb ik hier zo'n. In 10 jaar is plat nog door, is dat verstaan? Ja. Hier werden verbinden kort weg. Ja, okay, klar, ik meen, ik geloof wie zo'n. We krijgen een grote demografische wandel in de plattische spraak in de toekomst 10 jaar, geloof ik. Oh, dat moet je hem toe liggen. Wat bedoel je daarmee? Ich glaube, so die Generation von uns Öllern und den vielleicht noch ein Baden Öller sind, wo Platten normale Sprache wird, dass sie von einem Öllern lehrt hat. Die war nur, ja, wie Lütten war die auch so 80, 85. Mhm. Und diese Generation, das muss wie sagen, das fällt gut. Ja. Und so zwischen der Generation und mir, als ich in der Grundschule wäre, da wären die 70% von der Älteren des Nacken platt. Und ich wäre in mein Cluster Enkel. Mhm. Und wenn du dazu umrechnen daist, dann war das Sprachgemeinschaft heil, feil Luther. Und damit müssen wir umgehen. Und das ändert sich auch, ich denke, dass die Leute, die das als Muttersprache gelernt haben, die war so eher eigen Minnertal in der eigen Muttersprache. Mhm. Also, dass die Plattdeutsch-Sprecher viel mehr Leute sind, die das later gelernt haben. Die das auf der Schule gelernt haben, die das auf der Universität gelernt haben. Und so Leute, die das, ich höre das fragen, Platt Deutsch ist ein Familiensprache. Nee, ist das nicht mehr. Mhm. Ich glaube, der größte Anteil von Sprechers ist der, der das auf anderen Wegen lehrt hat. Und da möchten wir mit umgehen und da möchten wir uns schlecht vermuten. Und wenn wir das nicht so auf dem Schirm haben, dann war dat, dann wundert wir uns in Tiny Jahren, was da denn los ist. Mhm. Ja, dat valt mir auch mal op, inderdaad. Er sind heel veel Sprachkursussen. Er is ook een Twentse cultuurcursus. Nou, dan denk ik, hoe klein wil je het hebben? Maar
die is vaker wel erg op leu dit al een beetje ervan weet. Maar ik heb, omdat we juist zo online ons profileert en he, ons echt als serieuze spraken presenteert, zijn er de eerste serieuze vragen alweer van leu van buiten ons spraakgebied, dus dit echt in Nederlands kunt, echt in Duits, echt in plat, dit dat gerne leren weet. Ik heb een iemand uit volgens mij uit het Verenigd Koninkrijk gehad. Den is naar Twente verhuisd en hij wil gerne plat leren. Als ik, ja, daar is niks voor. Voor die doelgroep, zeg maar. Er is geen lesmateriaal voor. En het meeste... Da sagst du, ja Mensch, ich, da wären die Pädagogen und da sagen, ja, ich muss auch so ein, ich muss so was machen in meinem Museum, ob platt, habe ich den Obdach, ich kann gar kein platt. So, nur gibt das denn Beukers so für Vollwasserlü, so als ob Universitäten. Und da sage ich, ja, nee, nicht so fail. Und auch, das ist dann alte Dialektmaterial und das ist auch nicht... Mhm. Nee, dat is leeg zo. En ik geloof dat lengen van Lüüt zo wat te leren, die ook zegt dat is mijn traditie, dat is de traditie van daar waar ik weg ben, van mijn familie. En dat ben ik verlustig gewoon. En dat wil ik gern weer ranhouden. Daar interesseer ik me voor. Mm-hmm. Dat leng is daar. Man, ob der andere sieht, gibt das nicht so feil, dass wir das Längen dann auch aufführen könnt. So, ja, sag, ja, nee. Oh, hier, ne? Klopt. Und es ist vaker auch, ich muss das mal gewoon ein bisschen, so tussenduur, muss ich das ein bisschen oefenen, ein bisschen leren. Und dann fang je hier eens ein woordje op en daar een zinke. En zo moet je een beetje dat plat in elkaar zitten. Puzzelen. En, maar probeer dat maar niet, want bij jou klinkt dat toch niet. Dat is ook zo, dan zegt ze, ja, we hebben toch op een show, dan geeft dat eenmaal in maand, dan geeft dat zo'n voor vrijwillige luid, je kunt dan bij de Pladütsche geschichten lezen en zo. En zeg ik, ja, zo heb ik ook Engels geleerd vroeger op een show. Ja. En dan heb ik, ja, da kwam dan zo'n ullere kerl en die heeft me dan Shakespeare verdrongen. Ja. So netten und so, und dann habe ich Englisch, also ja. So kriegst du dort, ja, ja. Und die sind dann immer so, dann sind sie traurig, denn sie würde ja gern was für die Sprache tun und sie hat dann auch viel Energie dafür, man das, was sie baut, das bringt gar nicht das, was sie berechnen wird. Sie wird ja, dass die Kinder Platz nackt. Ja. Auch so. Man, dafür ist das nicht gut. Ja. Und dann verteilst du denn das und dann sind sie fünsch. Ja, precies. Precies. En inderdaad, Ilja, ich dreigt ein Verhaaltje für. Maar als ihr wilt, dass die Kinder platt kuiert, dann müsst ihr die Kinder platt laten kuieren. Dann müsst ihr nicht selbst gaan kuieren. Dann müsst ihr sie damit laten oefenen. En dann müsst ihr sie helpen. En dann müsst ihr inderdaad. Er besteht geen lesboek. Zo, hè, zoals we op de middelbare scholen, realschule bij ons heet dat dan. Op de middelbare scholen kregen we een lesboek. Hè, er staat allemaal oefeningen in, regeltjes en grammatica en allerlei dingen. Maar dat is dan niet voor plat. Ja, bij ons geeft dat zo verzoeken, zo dat hen te krijgen. En dat schal je nu ook op een school de onderricht geven, de lessen. Mhm. Man, dann gibt es so ein Lehrbuch für Holstein und ein Lehrbuch für Dithmarschen und ein Lehrbuch für Niedersachsen und Nord, ob er linke sieht von der Straut, mhm. Der karg ist. Ob der andere sieht, ist halt ja anders. Ja, ja, ja. Ja, die. Da ist so viel. Das ist kein Blatt. Ja, ja, das ist so viel Energie, was sie Produkt dafür. Und dann, ein muss dann altidwelle von vorn anfangen. So. Ja. Mhm. Also, gibt das denn Baby Juch, ob das sieht, so versuchen, Lehrbökers für die Schulen abzusenden? Ja, der ist nur, ein Bog ist er nicht, aber der ist war ein Sort Magazine, ein Sort Blatt, ein Tischschrift für mittelbare Schulen. Dat koopt dat uit Drenthe en dat heet de Wiesneus. Aha.
Ja, heb ik maar van gehoord, ja. En de Wiesneus is van oorsprong een Drents tijdschrift voor kinderen met spelletjes, met raadsels, met verhaaltjes. En daar kunnen ze dus Drents oefenen. Dat blad is een koch duur Overijssel, de provincie Overijssel. En dat is ummezat in het Noord-Overijssels, in het Sallans. Dat ging dan nog. Maar toen zei Twente van, ja, dat wilt wie ook wel. Maar ik heb u net verteld van al die, hè, die minstens 5 schrijfwijzen. Ja, kan je me voorstellen. Dus nu heb ze het zo gedaan dat ieder verhaalke en ieder stukken wat in dat blad staat in een ander Twents dialect wordt vertaald. Ummezat. En ja, want he, in Ente zingt ze Warek en Wielen zingt Wark. En iets verderop zingt ze Wijk. Dus ja, dat moet absoluut allemaal vertegenwoordigd worden in dat blad. Dus, en daar gaat een bult tijd in zitten en daar gaat een bult energie heen. Om dat allemaal, he, duur vrijwilligers te laten omzetten. Dus, en ja, I en ikke wordt daar heel meu van. Maar ze zit daar schijnbaar heel blij met. Dus, maar er is inderdaad zo'n blad. En dat is dan het enigste. En dan is het alsnog te vragen of het schoolbestuur door wat behef om dat aan te vragen, zeg maar. Want het is natuurlijk vrijwillig. Als een school zegt van ja, maar wie zint al zo druk? Hè? Wie hebt al zoveel te doen? Moet er dan ook nog plat bij gaan doen? Dus dan zeggen ze van ja, toch maar leven nee. Dus dan in. De plat is ja ook niet serieus. Plat is ja niet op dezelfde evene als Engels. Daarom neemt dat verder achter de rol. Ja. Ja, nog zoiets. Hè? Wie doet geen plat met de kinderen, want ze moet groot Hollands kunnen. Oh, mag ze dan op school ook geen Engels leren? Ja. Oh, also sie hat so das Regiolekt dann bei uns dann so. Dann reden sie immer so ein bisschen so mit den Kindern und dann hört sich das an, als wärst du Bibi Popeye oder so. Ja, das kenne ich. Das ist ja auch so, wenn du über Universität als dann, wo du Lehrer waren, Schulmeister für Platt. Und dann bist du in Niedersachsen oder Westfalen und lehrst dann was weiß ich, ein Dialekt aus Westfalen. Mhm. Und dann schaust du über Schule nach Hamburg. Ja. Dann durch so was, dann hast du bloß dialektale Material. Mhm. Dann, was schaust du damit anfangen? So, ne? Das Problem, ja, das seht ihr auch. Man dann sagt so, ja, wie habt ihr mit diesem Verein dort zu Hope wagt? Ich so, ja, muss mich nicht verklären. Ist gut, gut. Ja. Dann Bier trinken. Ja. Ja. Ja, ik herken dat. Kijk op in Drenthe. Ik kijk altijd met afgunst naar Drenthe, waardoor regelt het in ieder geval waar. Het is daar nog niet perfect, maar ze pakt het in ieder geval aan. Maar op RTV Drenthe, dus het radio, het televisiestation van Drenthe, hadden ze een weervrouw. Ene deed de weervuur zegt, zeg maar. Maar ze kup uit een bepaald noordelijk deel van Drenthe, woed ze een betten een mengvorm tussen Grunnings en Drents, kan je het. En nou ja, daar hebben we heel veel commentaar op gehad, want dat was geen Drents. Ja, dan denk ik van, maar dat vrouwke, dat kan dat toch ook niet helpen. Ik bedoel, ze kan je het gewoon, woed ze met opwassen is, hè, woed ze met opgeruid is. En waarom zal ze haar dialect voor Oero aanpassen? Vind je het dan juist niet mooi om eens een keer wat anders te horen als alleen uw eigen dialect? Wie hebt nog een lange weg te gaan? Ja, dat lukt man. Maar dus. Ik denk, plat is dat waard. Ja, absoluut. Dat zou mogen, man. Ik zeg maar, zo negatief ben ik daarvan. Ik denk, er is veel passeerd in de verleden jaren. Und dann gibt es ja auch keine Projekte, so, dass sie Platt-Sounds oder so, dass sie Musik machen mit ja. Oder Niederlanden und Deutschland. Und da so ein bisschen in Gang kommt, auch mal wieder zu kicken, als neben der eigenen Karton ist und so. Ja, auch die eigenen Dialekten müden hinkicken. Ja, das kriegt man ja auch so ein Goat hin. Ja, no, en kijk, op mit dieser Podcast natürlich. Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde zitten nu.
Ik vind het hartstikke mooi om een keer echt lange spraken te hebben. We hebben elkaar in het verleden als eerder spraken. Ja, dat dus, is heel zo. En ja, ik denk dat dit wat een dure lus gooit voor verdere toekomstige samenwerking oude grenzen voort. Lik me. En ik denk dat we dit gewoon vaker moeten doen. Misschien moet om het halve jaar maar even een keer weer contact houden. Dan denk ik van, nou, hoe is het er nou met? En wat is er niet en wat is er verbeterd en hoe gaat het heen? En dat lijkt me een mooi plan. Ja, dat geloof ik ook. Goede plannen zetten. Ja, dat wäre ook interessant voor mij dan ook mal wat te hören van June Seed, van Paul. Dat wäre fijn. Dat heeft me Spaß gemacht. Arne, ik dank u voor uw tijd. Ik heb te danken. Wees bedankt, zegt wie bij ons. Ja, nou, wees bedankt. Dankenswert, zegt wie. Ja, ik ga ermee aan knooien om het allemaal onder elkaar te zetten en er weer een mooie podcast van te maken. Ik zal zingen, leu, dankenswert voor het lusten. En tot tokenmol.